Oh, ein Mini-Pilz! Und damit, hallöchen Leute und willkommen zur Naturzone, in der wir uns heute nicht großartig umgucken werden, aber wir haben hier zwei Sachen zu erledigen. Und zwar, ja, Fahrrad können wir eigentlich drauf gehen, aber ich will auf jeden Fall erstmal ins sichere Menü, denn hier spawnen ja gerne mal ein paar Pokémon. Erstmal in aller Ruhe willkommen zum heutigen Part. Heute geht's wahrscheinlich ab zum Champ Cup. Ich habe allerdings ein wenig trainiert, meine Pokémon. Und das seht ihr hier wie folgt. André ist auf 50 und Matty und so weiter. Spreeko auf 46, 47 hier, 43 da, bla 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 bla. Also so ein paar Levelchen haben die dazu bekommen. Die ersten zwei Pokémon werden für heute interessant, denn Cem wollte sich tatsächlich entwickeln in der Zeit. Ich glaube, auf Level 41 wollte es sich entwickeln. Von daher weiß ich nicht, ob es über Freundschaft funktioniert hat oder ob es sich wirklich auf 41 entwickelt. Keine Ahnung. Und ich habe mir auch Rotex-Entwicklungsmethode noch einmal angeguckt. Und zwar, aber auch wieder nur überflogen, damit ich nicht gespoilert werde oder sowas. Also ich weiß immer noch nicht, wozu es sich entwickelt, aber da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Scheinbar ist es so, dass man in den Sandkessel, ne, also da, wo wir tatsächlich schon waren, gehen muss, bei Nacht, während Makaber ja irgendwie mindestens 49 KP verloren haben muss oder sowas in die Richtung. Haben wir 49 KP verloren? Ja, gerade so, ne? Wir sind dann bei, wären dann bei 111 oder sowas in die Richtung. Oder 100. Ja, ja, irgendwie so, keine Ahnung. Sollte auf jeden Fall hoffentlich klappen. Und dann soll man das wohl betreten. Das ist das, was ich beim Überfliegen schnell aufgeschnappt habe. Kann sein, dass ich da ein Detail noch vergessen habe. Es ist ja auf jeden Fall sehr, sehr abgespaced. Hier irgendwo müsste auf jeden Fall dieses Areal sein, zu dem wir wollen. Sandsturmkessel. So. Haben wir betreten. Und nu? Passiert erstmal nichts. Finde ich... Ah nee, die Mitte des Sandsturmkessels sollte man, glaube ich, betreten. Wie kann das sein? Aber wo ist denn die Mitte des Sandsturmkessels? Können wir so genau in der Karte nachgucken, wo wir sind? Kann man zoomen? Zielort, dein Aufenthaltsort, Wetteranzeige. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, weiter reinzoomen kann man nicht. Okay, man kann irgendwie so hin und her springen. Ich weiß nicht, wonach es hin und her springt. Ach, einfach nach den Städten, glaube ich, ne? Okay. Ja, von daher fahren wir hier einfach ein bisschen rum und gucken, wo es den Sandsturmkessel-Mittelpunkt gibt. Vielleicht so diese Ruinen oder so. Also diese Dinger hier, das könnte ja sein. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Also ich bin da noch sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Was bist du? Ach so, ein Hippopotas, okay. Keine Ahnung. Ja, hier sieht es so ein bisschen ruinenmäßig aus. Also hier könnte es vielleicht hinhauen. Lass mal schnell hier durchfahren. Okay, hat ja wunderbar geklappt. Und ein Rotomorph erscheint. Ich weiß auch nicht, ob man da ein Level-Up bekommen muss. Keine Ahnung, Alter. Überhaupt kein Plan. Überhaupt kein Plan. Ich versuche einfach mal zu fliehen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Wenn es nicht klappt, kriegen wir ein bisschen Schaden noch. Was uns noch ein paar KP mehr abziehen würde. Vielleicht muss man auch einen Kampf machen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht muss man auch zu irgendeinem gewissen Punkt hingehen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie sich dieses Teil entwickelt. Ja, währenddessen habe ich immer so ein bisschen Watt aufgesammelt. So, du gehst mal weg, lass mich mal. Guck mal, hier ist es sehr, sehr verdorrt. Die Bäume, also vielleicht ist es genau das, was wir wollen. Belieber, yay! Okay. Mobilbaum ist hier nochmal. Ich weiß es nicht, Leute. Lepomentas. Ist das hier die Mitte? Hallo, Despotar. Guten Morgen. Ich glaube, es will mich jagen. Was ich nicht optimal finde. Warte, hier ist irgendwas. Ein Pokéball? Was, ein Pokéball? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal was. Keine Ahnung, was das wieder war. Ich drück's zu schnell weg. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ich könnte es nochmal mit einem Level abprobieren. Aber ansonsten. Ein Kometstück. Ui, das gibt Geld. Das nehmen wir doch gerne mit. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich lese es gleich nochmal ein bisschen genauer nach und so. Und wir holen dann dafür jetzt schon mal eine Entwicklung vorweg, und zwar ist das die Entwicklung von unserem guten, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber wir werden gleich sehen, wie die Weiterentwicklung heißt. Das sollte schon irgendwie gehen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo waren die Sonderbonbons? Wo waren die Sonderbonbons? Waren die hier? Ja, hier waren sie, okay. Ein Sonderbonbon habe ich, das gebe ich Cem. Und dann sollte es sich im Normalfall entwickeln. Ich hoffe, ich habe nur eins gegeben. Ich hoffe, da war nur eins gedingst. Okay, plus 5400 Erfahrungspunkte, Level 1. Okay. Versucht Psychokinese zu erlernen, ja perfekt. Das nehmen wir natürlich noch mit, anstelle des Psi-Strahls. Und dann müsste es jetzt soweit sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, zu was es sich entwickeln wird. Ja, okay. Hat geklappt. Hätte ja auch sein können, dass es auch in einem bestimmten Areal sein muss oder so. Nanu, Cem entwickelt sich. Zu was wirst du? Wirst du zu was Coolem? Du bist ja ganz sweet. Silembrim. Okay. Sehr, 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 sehr interessantes Pokémon. Also,
sehr spezielles Pokémon. Aber ich... Zumindest das Gesicht mag ich super, super gerne. Ich glaube, ich finde es cool. Es wird auch Hexe des Waldes genannt. Wer Lärm veranstaltet, wird unter Umständen von der Klaue an seinem Fühler auseinandergenommen. Psycho-Fee. Also zwei Psycho-Feen-Pokémon in dieser Gen. Und Psycho-Klinge versucht es zu lernen. Lohnt sich das? Ist ja ein physischer Move, oder? Ja, 70 und physisch und Psychokinese ist 90 und spezial. Also warum sollte ich das beibringen? Hier sehen wir übrigens nochmal die Werte. 108 Spezialverteidigung, 134 Spezialangriff. Das ist halt echt gut, oder? Also zumindest sehr solide. Ich glaube, bei unserem Starter war es ein 150er Angriff. Also wenn wir so ungefähr da rankommen auf Level 50, wäre das, denke ich, ziemlich fein. Okay, finde ich cool. Kann man sich echt überlegen, ob man das mit ins finale Team dann nimmt. So, bei Makabaya gucke ich jetzt nochmal genau nach, was ich tun muss. Ob, vielleicht muss da ja auch Sandsturm sein in dem Moment. Oder ich muss an einen bestimmten Ort gehen. Also ja, im Grunde sollte es so funktionieren, wie ich es gelesen habe. 49 KP müssen wir mindestens erlitten haben. Ich rechne nochmal nach. Aber 49 obendrauf sind eigentlich 101. Das heißt, wir haben mehr als 49 KP Schaden bekommen. Aber ich versuche mal jetzt noch unter 49 KP zu droppen. Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach in diesem Sandsturmkessel ein bisschen rum. Weil, keine Ahnung, wo die Mitte ist. Woher soll ich wissen, wo die Mitte ist? Ja, wobei, der Sandsturmkessel ist genau das Ding hier in der Mitte wahrscheinlich, ne? Also genau dieser Kessel dann quasi. Ah, ein Rizeros, okay. Rizeros. Wird mich vermutlich nicht one-shotten können. Also ich bin ja schon sehr angeschlagen, aber ich hoffe mal, dass wir das gut tanken sollten. Von daher, greif mich mal bitte an. Gegenstoß kommt von uns als erstes, das ist egal. Wir wollen es ja bloß andamagen. Und von ihm kommt der Felswurf, okay. Der ist eigentlich perfekt, um uns hoffentlich auf... Also auf unter 49 KP sind wir ja schon mal. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall in dem Bereich sein. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir... Cem wird hoffentlich überleben. ich bin doch so ein bisschen im Trainingsmodus. Da gelten die Nuzlocke-Regeln ja nicht zwingend. Dann versuche ich jetzt einfach mal, Rizeros zu besiegen, weil vielleicht entwickelt es sich ja erst nach einem erfolgreichen Kampf. Das kann ja auch sein. Ansonsten müssen wir mal gleich gucken, wo genau diese Mitte ist. Sieht auf jeden Fall, von hinten sieht es nicht so cool aus, weil man das Gesicht nicht sieht, logischerweise. Aber ansonsten in Ordnung. 1046 Erfahrungspunkte für Rotex. Vielleicht brauchen wir da sogar gar nicht einen Sonderbonbon dann gleich. Oh Gott, ich will hier einfach nur durch. So, mal ganz kurz Ruhe. Hier ist ja dieser Kessel. Also ich würde schon sagen, dass da, wo der Stein ist, das ist die Mitte. Hier würde ich sagen, ist die Mitte. So. Ich finde irgendein Fossil oder so habe ich gefunden. So. Das bringt mir jetzt nur gar nichts, weil es sich trotzdem nicht entwickelt. Also es kann natürlich sein, dass ich hier ein Level Up hinlegen muss oder sowas. Oder die Mitte nicht ganz hier ist, sondern ein bisschen woanders. I don't know. Das ist auf jeden Fall noch ein Item, was ich nicht gesehen habe. Interesting. Schauen wir mal, ob es was Cooles ist. Ein Sonnenstein. Ja, kann man doch mitnehmen. Ist für Edelsaat und so weiter dann ganz cool. Ja, aber ansonsten, keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier mit dem Fahrrad langradel, wird mir das dann angezeigt. Dann ist auf jeden Fall auch nochmal irgendwas. Wieder irgendwas Cooles gefunden. Keine Ahnung, was das wieder war. Hui. Einmal rüber hier. Eine TM sogar. Okay. Dann wird es heute scheinbar ein Erkundungspart des Kessels. Giftstreich. Okay, das sind CMs. Interessant. Ein schneidender Hieb, der das Ziel eventuell vergiftet. Erhöhte Volltrefferquote. Ich meine, es ist sowieso gut. Oh, hier war noch ein Riesenpilz. Ja, krass. Ist sowieso gut, wenn man sich hier so ein bisschen umguckt. Weil wir dadurch ja nochmal ein bisschen Zeug finden, wie zum Beispiel eine Schafklaue. Aber auch Zeug wie Riesenpilze, die man dann verkaufen kann. Ja, einmal kurz hier rüber über den See. Ups, das wollte ich nicht machen. Ja, ansonsten Uferkraut. Das ist zum, das habe ich vorhin schon mal gefunden. Das ist scheinbar fürs Kochen ganz gut. Nochmal Uferkraut. Okay. Scheinbar findet man das am Ufer. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, I don't know. Soll ich jetzt einfach hier ein Level up probieren oder so? Ich meine, ich könnte es ja machen. Ist das ein Vulpix? Ich glaube, Vulpix gibt's hier, ne? Was bist du? Du bist wieder Hippopotas, okay. Ja, wo ist die Mitte? Wo ist die Mitte? Ich würde ja sagen, der Kessel ist das hier. Dann würde ich einfach mal sagen, ist die Mitte irgendwo hier vor diesen großen Felsen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch weiter hierher. Wir gucken einfach mal, was hier so abgeht. Die Mitte muss ja eigentlich, das kann ja nicht ein Fleck sein, oder? Dann würde doch da stehen, yo, Kometstück nochmal. Nice. Das ist schön Money. Also Geld bekommt man hier schnell zusammen, wenn man hier ein bisschen rumfährt. Wenn die Items sich regelmäßig resetten, sollte das ja nicht das Problem sein. Die Frage ist jetzt halt nur, wo muss ich hin? Keine Ahnung, hier werde ich ja schon wieder fast draußen sein. Aus dem Kessel. Von daher, keine Ahnung. Hier sind nochmal irgendwie so kleine Steinchen oder so. Pff. Ja, I don't know. Also ich könnte mich gleich nochmal in die Mitte positionieren. Ist das vielleicht die Mitte hier? Genau hier unter war ich hier schon mal?
Ich weiß es nicht, das ist auf jeden Fall ein Stein. Ich drehe mich hier einmal im Kreis. Aber ich glaube, es bringt nichts. Leider nicht. Wäre ja auch nochmal so ein sehr einprägsamer Ort gewesen. Also ich, keine Ahnung, was ich machen soll. Ah, ein Hyperball gefunden, das ist schon mal sehr schön. Puh, Spiegel des Giganten, okay, also hier ist auf jeden Fall nicht die Mitte. Mal, waren wir hier unter schon mal? Wahrscheinlich, ne? Vermutlich die ganze Zeit. Aber wenn das gerade nicht die Mitte war, sondern schon der Rand. Keine Ahnung, ich fahre jetzt einfach zu jedem Stein hin oder so und hoffe, dass es die Mitte ist. Was soll ich machen? Ist auch eine weirde Entwicklungsform. Holy shit. Keine Ahnung. Ja, guck mal, hier ist die Megalithenebene schon wieder. Aber das sieht sehr nach, so als wenn es mich irgendwie zur Mitte dirigiert. Aber irgendwie bringt das dann gar nichts. Ich kann zwar jetzt hier durchfahren so, aber mit irgendwelchen Monster-Encountern, aber das bringt ja nichts. Ich könnte halt nochmal YouTube oder so, was ich tun muss. Das ist schneller, verdammt. Bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht. Nee, kill mich nicht. Bitte flinch mich nicht, das ist die nächste Sache. Ja, das war's mit Vulpix. Reicht das vielleicht für ein Level-Up schon? Ich weiß nicht, wie viel mir noch fehlt. Könnte knapp... Nee. Auf den See raus ist ja aber auch... Ja, vielleicht zu dem Baum darüber. Aber das ist ja eigentlich nicht die Mitte. Und außerdem waren wir hier schon. Also, keine Ahnung. Wie entwickelt sich diese blöde Maske? Ich weiß es nicht. So, wenn es jetzt nicht per Level-Up funktioniert... Dann keine Ahnung, Alter. Dann muss ich ja mir ein Tutorial angucken. Und die wackeln immer noch, diese ganzen Pokémon. Ich verstehe nicht, warum. Jedes wackelt. Es triggert mich. Ich weiß es nicht. Oh, Despotar Level 60. Jawollo. 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 Level 60. Habe ich irgendeine Chance gegen ein Level 60 Despotar? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, Level 60 Despotar ist eine Number too viel. Eine Number too viel. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Wo ist denn meine Pokepuppe? Kann mir das jemand sagen? Ist das hier bei der Kampftasche? Ja, da oben. Ich glaube, das ist cleverer, die hier einzusetzen. Weil Despotar ist, glaube ich, eine Number too groß für uns. Ja, dann werde ich mal hier hinter irgendwas herausfordern. So ein kleines Hippopotas dürfte ja theoretisch auch reichen. So, Level 51 für Rotex. Mal gucken, ob Level Up dazu gehört. Nope. Okay, dann habe ich wirklich keine Ahnung. Also das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass wir den Sandkessel in der Mitte betreten müssen. Was das hier gerade sein könnte. So, jetzt sind wir auf der Megalithenebene. Aber ich glaube, das haben wir eben auch schon gemacht. Und dann jetzt hier durch. Und dann entwickelt es sich. Sieht für mich nicht danach aus. Als würde das irgendwas machen. Wir können jetzt hier einmal gerne durchfahren. Komplett durch die Mitte. Was so meiner Meinung nach die Mitte ist. Aber es bringt rein gar nichts. Okay, ich habe es nachgeguckt. Wir haben meiner Meinung nach absolut nichts falsch gemacht. Wir probieren es noch einmal. Und zwar habe ich jetzt gesehen, an welcher Stelle es sich entwickelt hat. Und das ist die hier. Soweit ich das richtig gesehen habe. Einfach die hier unter durchfahren. Hä? Haben wir das nicht gemacht? Sind wir da unter nicht durchgefahren? I don't know, ob wir immer drumherum sind oder so. Meiner Meinung nach sind wir da 12-mal lang gefahren. Aber okay. We did it. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, jetzt wurde ich minimal gespoilert, aber... Oh doch, das kenne ich. Das kenne ich. Also nicht von gerade Orgnatol. Es ist nicht Echnatol. Es ist Orgnatol. Okay, also kein Galar-Echnatol. Doch, das kenne ich. Das habe ich irgendwo anders mal gesehen. Ich dachte, das wäre eine weitere Weiterentwicklung von Mortipod. Da, als ich das damals gesehen habe, kurz. Orgnatol. Okay. Ich will mein Makaba ja wieder haben. Na gut, Bodengeist. Man sollte seinen schattenhaften Körper nicht berühren, sonst zeigt es einem die schauerlichen Erinnerungen, die in sein Bild eingraviert wurden. Ha, Leute. Dunkelklaue ist natürlich perfekt, weil wir hoffentlich einen ganz guten Angriff haben werden. 124. What the fuck? Guckt euch diese Werte an. Was? Zur Hölle!
Also die KP sind niedrig. Nach wie vor. Aber 185 Verteidigung. 111 Spezialverteidigung und 124 Angriff. What? Das ist insane. Glaube ich zumindest. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wie Makaba ja vorher war und wie alle unsere anderen Pokémon sind, dann ist das im Verhältnis absolut insane. Ognatol. Okay. Sehr, sehr interessant. 185 Verteidigung. Crazy. Also ist klar, dass das wahrscheinlich dann so 200 mit passenden DVs und sowas erreicht, aber dass wir das beim Playthrough, sag ich mal, auf 185 haben, 111 da, 124 da, ist schon nett. Ist schon nett. Also im Vergleich zu allen anderen, ne? Guck mal, es hat, wir haben jetzt Spreeko zum Beispiel. Okay, ist 5 Level drunter, ne? Aber Spreeko hat weniger Angriff, weniger Verteidigung und gleich viel Spezialverteidigung. Und das trotz boostendem Wesen, ne? Und hier zum Beispiel, ja gut, liegt 9 Level drunter, aber ist trotzdem. Es wird in keinem Wert überholen können wahrscheinlich. Auch hier, komplett getoppt. Auch hier, komplett getoppt. Also in diesen drei entscheidenden Werten. Auch hier, komplett getoppt. Also, crazy, crazy, crazy. Holy shit. Okay, Leute, dann heißt es jetzt wahrscheinlich unser finales Team zusammenbauen. Ich guck mal, was ich da zusammengeschustert bekomme. Let's go. Okay, ich habe mich jetzt für dieses Team entschieden. Ging relativ fix zusammenzubauen. Weil die ersten 5 Kandidaten auf jeden Fall klar waren, ne? Also hier unser neues, vielleicht OP-Mon, wollen wir natürlich auch mal spielen und dabei haben. Caesar habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das weiterhin zu benutzen, ist auch auf Level 50, deswegen generell nur die Pokémon, die so nähe Level 50 waren, kamen in Frage, sprich diese 6 und die 4, die ihr unten in der Reihe seht. Vielleicht noch Galoppa, ja, Galoppa wäre auch noch eine Option gewesen, aber das sind so im Grunde unsere Auswahl, ne? Caesar fand ich sehr gut, damit wir ein Kampf-Pokémon mit dabei haben. Terra fand ich auf jeden Fall gut, weil ich das lieber mag als Belektro, obwohl Belektro auch sehr, sehr nice ist. Aber ich habe da ein bisschen mehr Bock auf Terra. Unseren Starter wollte ich natürlich auch sehr, sehr gerne mitnehmen. Dann habe ich Leyan dabei, weil ein Feuer-Pokémon brauchen wir und das ist auf Level 50 und ich bin sehr, sehr zufrieden mit Leyan. Und beim letzten Pokémon, da hätten wir dann theoretisch sehr vieles mitnehmen können. Es hat sich letztlich ein bisschen zwischen Cham und Spreeko entschieden. Denn Spreeko wäre nochmal eine ganz gute Option gewesen, um zum Beispiel Feuerattacken abzufangen. Da haben wir im jetzigen Team eher gar nichts gegen. Hoffe aber trotzdem, dass wir gegen Feuer-Pokémon ganz okay klarkommen werden. Ich hatte einfach ein bisschen mehr Bock, Cham mitzunehmen, einfach weil es ein neues Pokémon ist und so weiter und so fort. Und die mangelnden Level, die wir jetzt dabei haben, die können wir auf lange Sicht mit den Sonderbonbons notfalls ausgleichen, falls Cham jetzt irgendwie, ja, nicht von alleine natürlich hinterher leveln kann. Es kann ja sein, dass wir noch irgendwas anderes vorher machen müssen. Genau, ich würde jetzt als erstes auch einfach mal Leyan nach vorne machen, weil es ist erst Level 50. Und das ist der Grund. Ah ja, genau. Die Items, ganz kurz noch. Hier haben wir nach wie vor Käferattacken verstärken, Kampfattacken verstärken. Hier hatten wir die Scope-Linse und nicht den Magneten, wie ich irrtümlicherweise letztes Mal gesagt habe. Deswegen ist jetzt hier Giftschleim mit drauf. Hier haben wir die Wundersaat. Hier sind die Überreste jetzt mit an Bord, statt dem Evoliten. Finde ich, glaube ich, sehr, sehr geil. Und hier haben wir Schlauglas, was also generell spezielle Angriffe ein wenig verstärkt. Genau. Und jetzt wird es Zeit für uns, in die nördlichste aller Städte zu fliegen. Und zwar, ja, direkt zum Score City. Oder nach Score City zum Kampfstadion da. Und ich weiß gar nicht, werden unsere Pokémon vorher geheilt? Ich hoffe schon, ansonsten haben wir ein paar Tränke dabei, um das gut hinzubekommen. Ja, dann würde ich sagen, Leute, lang genug haben wir es hinausgezögert. Mit Entwicklungen, mit dies, mit jenem, mit das und so weiter und so fort. Und jetzt wird es Zeit, dieses Stadion hier zu betreten. Unser Champ Dillion! Das eine, das ist doch klar! Superstar Dillion! Du bist und bleibst unschlagbar! Okay. Meine Schwester singt den ganzen Tag lang nur Dillions Fanlieder. Na, das habe ich schon mitbekommen. Und du? Glurax, deiner Brand unterscheidet sich von dem aller anderen Pokémon. Okay. Werden wir wahrscheinlich gegen Dillion erfahren. Anfangs war eigentlich nur mein Sohn ein Fan von Dillion, aber ich fürchte, jetzt hat mich das Dillion-Fieber auch erwischt. Och nein, geben Sie doch nicht nach. Willkommen, Challenger. Lass es noch einmal so richtig krachen. Willkommen, Challenger. Gib alles. Und damit betreten wir das größte aller Stadien. Das Score-Stadion. Liga-Hauptquartier.
Oh, guckt euch das im Hintergrund an. Interessant. Also man sieht erstmal die beiden, alle Endentwicklungen, der Starter, glaube ich, links oben. So ein bisschen in Action. Sie sind nicht so leicht zu erkennen, aber wir haben die Hoplo-Endentwicklung ja noch gar nicht hier gesehen, ne? Die seht ihr da unten in der Mitte. Dann ist Mautzinger dabei, Belektro. Ah, warte mal. Das sind aber nicht die fünf, die es jetzt irgendwie geschafft haben, oder? Zum Beispiel. Also, dass das rechts für Tali, für Hop steht. Das links steht für mich. Das unten steht für... Wer hat den Feuerstarter? Ja, für Dillion theoretisch, ne? Der hat ja den Feuerstarter. Den hat er ja am Anfang genommen. Ich weiß nicht, ob er den einsetzen wird, aber mal schauen. Okay, schauen wir uns erstmal um. Hat es sich endlich entwickelt? Das Dingsekt zu einem neuen Marienkäfer-Pokémon. Ui, das finde ich, also sieht cool aus erstmal von so klein. Und wäre ja auch ganz gut, wenn Ladybar mal eine bessere Version von sich bekommt quasi. Dieses Turnier ist nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zum Champ. Du schaffst das ganz bestimmt. Ist es das? Also bin ich hiernach noch kein Champ oder was? Ein Pokéball, das ist Balduin. Steckt da etwa jemand drin? Vielleicht. Ein Pokéball-Monster! Hey, ich bin's, Balduin. Du schaust aber verträumt. Ja, okay. Jetzt, wo ich das gelesen habe, glaube ich das nicht mehr. Aber es wäre ja möglich gewesen, dass Balduin uns den Meisterball gibt. Den haben wir ja bisher noch nicht. Du schaust aber verträumt aus der Wäsche. Tja, auch da weiß ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Den Traumball. Okay, den bekommen wir einfach trotz dessen, dass das hier gerade die Top 4 oder sowas in die Richtung ist. Traumball, okay. Mit einem Traumball lassen sich schlafende Pokémon noch leichter fangen. Dieser Ball wartet nur darauf, eingesetzt zu werden, wenn man über Pokémon verfügt, die Hypnose oder Gena beherrschen. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Mhm. Ach, der ist noch im Rennen. Na klar bin ich noch im Rennen, Alter. Oh, das hopp, habe ich gar nicht gesehen gerade. Das Team von Flo wirkt zwar ziemlich ausgeglichen, aber ich glaube nicht, dass er das Zeug dazu hat zu gewinnen. Alter, was? Bruder. Ich schätze, der Champ wird seine Siegesserie weiter fortsetzen. Die sind ein bisschen pessimistisch, die haben kein Vertrauen in mich. Oh, das ist doch Flo. Na, das ist mein Mann, Leute. Also, der Kleine da oben. Endlich ist es soweit. Die Arena-Challenge war hart, aber wir vier haben uns bis zum Vorturnier durchgebissen. Es sind vier, plus Dillion vielleicht. Wer auch immer Mautzinger benutzt. Kennt man da irgendeinen Trainer? Nee, ne? Denke ich nicht. Ja, wobei, das sind ja Mautzinger und Belektro. Also, Mary passt ja hier gar nicht rein. Also, es sind wahrscheinlich oben nicht die entsprechenden Kandidaten. Was cool gewesen wäre. Den Sieg werde jedoch ich nach Hause tragen. Ich werde gegen den Champ kämpfen. Also, es geht hier nur darum, wer gegen den Champ kämpfen kann, ne? Aber das wird ja auch wahrscheinlich dann direkt im Anschluss passieren. Vermute ich einfach mal. Der Empfang ist gleich hier. Ich war der allererste Challenger, der sich angemeldet hat. Ist das nicht cool? Aber ich bin nicht nur der allererste, sondern auch der allerbeste, habe ich recht? Was ist los mit ihm? Warum sind die Charaktere hier so unsympathisch? Also die viele so unsympathisch, wenn die so krass von sich selbst überzeugt sind. Was ist da los, Mann? Aber ich finde zum Beispiel, es wurde sich ja sehr beschwert. Also was ich mitbekommen habe, ist ja zu den Starterentwicklungen gerade, ne? Damit ihr den Kontext vielleicht auch mal habt. Wurde gesagt, nur die Entwicklungsreihe von Chimpep sei gut. Und ich würde komplett widersprechen. Ich finde die erste Basisentwicklung von allen drei gut. Ne? Also Hoplo, Chimpep und eben Mamion. Finde ich alle drei nice. Dann kommen die Weiterentwicklungen. Die sind alle drei okay. Und dann kommen die Endentwicklungen. Und die finde ich auch alle drei okay. Also, keine Ahnung, was die Leute haben. Aber ich finde die alle ziemlich even, also ziemlich gleich auf. Vielleicht finde ich Hoplo sogar am coolsten. Aber das muss ich nochmal ein bisschen in Aktion sehen. Aber ich mag alle drei. Wobei ich den Gorilla vielleicht sogar am wenigsten mag, muss ich sagen. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Melden wir uns jetzt endlich an. Du bist Challenger Flo, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob alle Orden in deinem Besitz sind. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Bettis wurde ja letzten Endes disqualifiziert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wie auch immer, komm Flo, lass uns in den Wartebereich gehen. Hat er sich jetzt alle meine Orden angeguckt? Ich weiß es nicht. An alle Trainer, die Arena-Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Da ist der Fernseher auch angegangen. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Wollen wir noch ein bisschen uns warm machen hier? Zumindest umschauen, ne? Das ist also mein Wartebereich. Alter. Das ist aber vom Feeling her, es ist genau das. Genau das wollte ich damals bei dem, wo man sich angemeldet hat. Genau das habe ich mir erhofft.
so ein Turnier. Und wenn es jetzt wirklich ein Turnier gibt, wäre das insane geil. Bitte, 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 bitte. Lass das geil werden. Entschuldige, aber hier haben nur befugte Personen Zutritt. Mhm. Ich vermute, hier darf ich dann durchgehen, was? Das Vorturnier beginnt gleich. Nur 4 Trainer konnten die Arena-Challenge abschließen. Ich bin überaus gespannt, wer von euch sich wohl durchsetzen wird. Ach ja, bitte begib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Dann sieht es ja aber echt so aus, ne? Wenn es 4 Leute sind, dann kämpfe ich gegen einen. Und die anderen beiden kämpfen gegeneinander. Und dann die beiden Sieger gegeneinander. Also 2 Kämpfe. Mehr nicht. Und einer davon wird gegen Hopp sein. Danach sieht es zumindest erst einmal aus. Oh, ich wurde nicht geheilt tatsächlich. Krass. Okay, dann sollten wir vielleicht nochmal einen Supertrank einsetzen. Ich hoffe, die AP und so weiter stimmen. Aber ich bin da jetzt erstmal relativ zuversichtlich. Gut, dass uns das noch aufgefallen ist. Und dann würde ich sagen, oh, Cem hat aber ultra wenig KP, ne? Also da viel mehr als Rotex wird es nicht bekommen. Wenn überhaupt. Na gut. Hoffen wir, dass es reichen wird. Wir gehen rein. Dass ich mit Cem in die Liga gehe, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Oh. Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt Spikeford, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Wir gegen Mary, okay. Und Hopp gegen irgendwen anderes. Okay, also sind es genau die zwei, wo es klar war, dass wir gegen die kämpfen würden. Wahrscheinlich nicht mehr Kämpfe und nicht weniger. Was ein bisschen predictable wäre, deswegen hoffe ich noch auf einen kleinen Plot-Twist. Aber ja, Pokémon-Trainer Mary fordert dich heraus. Let's go! Sie beginnt mit Cleopatra. Und Cleopatra ist ein Pokémon, mit dem ich relativ gut klarkommen sollte. Denn wir leaden mit Leanne. Oh, stimmt. Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und der neue Champ werden. Ab jetzt ist es also möglich, zu Dynamaxen. Oh, man sieht das erste Mal das Publikum währenddessen, oder? Das ist also das erste Mal, dass wir uns Dynamaxen können, wenn wir gegen Mary oder gegen Hopp kämpfen. Okay. Wollen wir uns irgendwie setupen mit Einrollen? Wäre eine Möglichkeit, oder? Wir gehen einmal auf Einrollen. Mary setupt sich aber auch mit Ränkeschmied. Ich denke trotzdem, dass wir eine Finsteraura packen. Klar, die kann uns flinchen und so. Auf welchem Level war Cleopatra eigentlich? War es hoch? Auf 50 oder so? Oder war es unter 50? 47. Okay, ich denke, dann haben wir ein gutes Level gewählt letztlich. Wir gehen auf Käferbiss. Folterknecht kommt. Okay, das heißt, wir dürfen nicht zweimal dieselbe Attacke einsetzen. Ist ein bisschen nervig, aber das ist okay. Denn wir kommen hier wahrscheinlich mit einem Käferbiss direkt an Cleopatra vorbei. Sind also auf +1, +1, +1. Aber dürfen Käferbiss jetzt nicht in Folge einsetzen. Haben dafür aber auch noch keinerlei Schaden gefressen. Also das ist auch vollkommen in Ordnung erstmal. So, Irokex kommt. Ja, gegen Irokex brauche ich sowieso nicht den Käferbiss. Kommt da der Bedroher? Es kommt kein Bedroher. Perfekt. Das heißt, wir können nochmal auf Flammenrad gehen. Also wieder, was heißt nochmal? Wir können überhaupt auf Flammenrad gehen. Aber krass, dass man auch in der Liga ist mit Attacken wie Flammenrad und Käferbiss und sowas, ne? Also so die starken Feuer, die starken Attacken sind noch nicht dabei. Okay, Käferbiss müsste nochmal ein bisschen stärker sein. Flammenrad war Stärke 60, Käferbiss ist Stärke 60, aber wir tragen den Silberstab. Das heißt, Käferbiss müsste jetzt killen. Von daher, let's go! Bye bye, Irokex. Okay, also ich glaube, Mary wird nicht unbedingt die Herausforderung. Es sieht mit Leanne schon sehr, sehr gut aus und da ist auch schon Level 51 für uns. So, Toxic war... Oh, das ist kein Unlicht-Pokémon mal. Das ist mal kein Unlicht-Pokémon. Ja, aber ich kann jetzt halt wieder auf dem Flammenrad gehen, ne? Will ich mich Dynamaxen? Ich finde, die Offensive hier zu ergreifen, ist nicht... Ah, es könnte Mogelhieb einsetzen. Es könnte Mogelhieb einsetzen. Wir warten noch ab. Wir gehen auf den Flammenrad. Let's go. Oh, er geht auf Angeberei. Das ist, könnte problematisch werden. Könnte aber auch okay sein. Wenn wir durchkommen, okay. Wenn wir uns selbst angreifen, kritisch. Und, kommen wir durch? Das hatten wir schon mal, ne?
Das hatten wir schon mal. Und da hatten wir, glaube ich, sind wir auch durchgekommen und haben Toxic Quark eliminiert. Und genauso ist es auch jetzt der Fall. Das war's mit dem kleinen Ganoven. Okay. Aber es ist bleibt natürlich riskant. Also gerade wenn jetzt irgendwas kommt, was uns unter Druck setzt. Morpeko. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass es uns hart unter Druck setzt. Von daher würde ich einfach sagen, bleiben wir drin. Ich weiß nicht, ob wir Flammenrad einsetzen können schon. Ich probiere es mal. Ne, können wir noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Käferbiss. Das ist auch absolut fein. Ist sowieso die bessere Attacke. Ja, und Funkensprung. Wir sind auf plus 1 Verteidigung. Das macht gar nichts. Wenn wir uns selbst ergreifen, dann macht es uns eine Menge Schaden. So ist es auch. Und da geht Morpeko in seine Hungerform. Aber das ist für mich eigentlich relativ fein. So, wir können ja ein Item einsetzen. Von daher heilen wir uns, denke ich, erstmal hoch mit dem Hypertrank. Ups. Bin irgendwie schon wieder rüber geswitcht. Ja, Hypertrank, dann ist Lilian wieder fit. Ich denke, Morpeko sollte uns nicht viel Schaden machen in der Zeit. Und dann, denke ich, wird es Zeit, allmählich Gas zu geben. Aber Morpeko wäre eigentlich auch das perfekte Pokémon zum Dynamaxen. Aber vielleicht hat sie auch ein giganter Dynamax-Pokémon oder so. Wobei, ich nicht weiß. Also, wenn sie, na gut, wenn sie die richtigen Raids gemacht hat, warum nicht, ne? Okay. Gehen wir auf Käferbiss. Ich bin ja eben nicht durchgekommen, von daher müsste das ja gehen, oder? Ein Käferbiss, weiß ich nicht, na, ich weiß nicht, ob es killt. Oder doch, es ist Elektronenlicht, also es ist sehr effektiv. Sollte killen. Safe, wenn wir durchkommen. Und wir greifen uns nochmal selbst an. Boah, das ist kritisch. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir uns noch einmal selbst angreifen. Von daher gehe ich auf Dynamax und auf den Dynaschwarm. Den müssten wir auch noch nicht gesehen haben. Keine Ahnung, was das für einen Bonuseffekt hat. Werden wir ja sehen. Ich hoffe, nichts Negatives für uns. Aber es ist soweit. Wir legen los. Dynamax. Und zwar kein giganter Dynamax, right? Nope. Einfach nur unser Pokémon. Ihn etwas größer. Und mit etwas mehr KP. 261 KP. What the fuck? Was ist da los? 261. Ey, wir sind immer noch verwirrt. Oh, aber wir kommen durch. Gott sei Dank. Da kommt der Dynaschwarm mit den Schmetterlingen. Und das war's mit Morpeko. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wer ist das letzte Pokémon? Und kann uns das gefährlich werden? Wir haben ein Schutzschild notfalls, um eine Runde abzuwarten. Meine Fans stehen mir bei. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Wo ist es, Dings? Ulangar ist es tatsächlich. Hat das eine Giganta-Dynamax-Form? Ich sage nein. Aber kann natürlich sein. Oh, sind wir schneller. Das Ding hat Strolch. Aber es war, glaube ich, ansonsten langsam. Wir sind auf freaking plus 3. Was hatte das jetzt eigentlich für einen Nebeneffekt? Das kann, glaube ich, Status-Attacken. Ne? Eine Käferattacke, die nur Dynamax-Pokémon einsetzen können, senkt den Spezialangriff des Ziels. Okay. Okay, und wir sind auf plus 1 in der Verteidigung ansonsten. Das heißt, mit 97 KP könnten wir halt echt noch eine Menge überleben. Es sieht so aus, als hätten wir super wenig KP, aber viel mehr KP haben andere Pokémon von uns gar nicht. Und deine Brand macht, die Sonne brennt unbarmherzig 5 Runden lang. Ja, der bringt uns schon deiner Schwarm mehr. Von daher, let's go, wir greifen an. Mein Bruder pfeift zwar darauf, doch um zu gewinnen, setze ich voll auf Giga Dynamax. Oh, das hat eine Giga-Form. Crazy. Dann let's go. Zeig mir die. Okay. Sieht schon nicht uncrazy aus. Eieieiei. Sieht aus wie so ein Superheld, oder? Okay, wir sind nicht mehr verwirrt. Da kommt unser Dynaschwarm. Was wird der anrichten gegen Ulanga? Bam! Crit! Könnte gemerdet haben, aber wir waren auf freaking plus 3. Von daher, who knows, who knows, who knows. Das war's mit Mary. Ein Pokémon hat uns gereicht. Und wir bezwingen den ersten Konkurrenten hier in dieser Top 4. In Anführungsstrichen, in der Liga. Nice. Verloren, aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch so zu einem tollen Team macht. Okay, erzähl mal. Du hast mir quasi das Setup gegeben, was mich gewinnen lassen hat. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum meinem Team und mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren. Daran lässt sich nichts ändern, aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer.
Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Feld zu räumen. Bis dann. Hey Flo! Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Oh, jetzt ist Hopp dran, okay. Sieht man davon was? Das wäre crazy. Zumindest ein bisschen was. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hopp endete schneller als erwartet. Okay, man bekommt leider nichts davon mit. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ja, also... leider keine Überraschung. Oh, wir wurden geheilt komplett. Okay, krass. Leider keine wirkliche Überraschung. Womit wird er anfangen? Wird er vielleicht mit seinem Flug-Pokémon anfangen? Könnte ich mir vorstellen. Ich denke, ich... also, kann durchaus möglich sein. Wir leaden mit Terra. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und was mit euch? Gleich ist es soweit. Das Finale unseres Vorturniers steht kurz bevor. In diesem Kampf stehen sich die Challenger Flo und Hopp gegenüber. Sie beide haben eine Empfehlung von unserem Champ höchstpersönlich erhalten. Ich bin ein Kameramann von Makro TV. Du weißt schon, dass ich gerade am Filmen bin. Entschuldigung. Ich habe mich nur dafür interessiert. Schade, dass es hier zumindest keine Plot-Twist zu geben scheint. Also Mary war klar, Hopp im Finale war eigentlich auch klar. Schade, dass es nur zwei Kämpfe sind. Aber es wird hoffentlich ein sehr, sehr intenser Fight. Und wer weiß, ob dann direkt der Champ dran ist oder dann man erst für die Liga freigestellt ist. Das weiß ich natürlich nicht. Wir haben bisher von Top 4 Mitgliedern nicht viel mitbekommen. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Forlongham zurückdenken. Delian hat uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst. Und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus. Pokémon-Trainer Hopp setzt Zwolloc ein. Okay, Zwolloc also. Na gut. Das ist in Ordnung. Ich wackel schon wieder. Warum? Unser Kampf bei mir im Garten ist kein Vergleich zu einem Match im Stadion. Ich glühe förmlich. Ja, dann lass uns beginnen. Und zwar will ich mal ganz gerne gucken, wie du so einen Overdrive wegsteckst. Mr. Hopp. Das könnte nämlich ganz schön wehtun. Bam. Okay, immerhin überlebst du es. Du hast jetzt einen Kopfstoß, okay, Alter, ich nehme alles zurück. Ha, nicht mal 50%, Bruder. Wie findest du das? Ich habe einiges aus Dirians Kämpfen gelernt. Finde ich grundsätzlich gut. Aber, naja, ich heile mich mit dem Giftstein wieder ein bisschen hoch. Und gleichzeitig wirst du den nächsten Overdrive nicht überleben können. Top-Genesung ist im Prinzip genau das Falsche, was du tun kannst, weil Zwolloc wird jetzt wieder auf 25% runtergehauen, ich krieg wieder Heilung und dann nehme ich dich halt in der nächsten Runde raus und bekomme einmal mehr Heilung. Also von daher, ich nehme das hier komplett in Kauf, finde ich gut. Lass mal mit dem Überschallknall finishen, sollte ja trotzdem reichen und den haben wir noch nicht gesehen. Der sieht sexy aus, sehr schön. Okay, das war's mit Zwolloc, erstes Pokémon sehr problemlos bestanden. Besiegt. Da habe ich schon mit Schlimmerem gerechnet, als ich den Zen-Kopfstoß gesehen habe. Aber wir haben quasi jetzt nur, ja, so 27 KP verloren. Relaxo. Puh, ah, ja. Relaxo ist so eine Sache für sich, du. Terra ist ein bisschen schläfrig. Was bedeutet das? Die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Wir gehen in Caesar. Wir gehen auf jeden Fall in Caesar. Gar keine Frage. Let's go. Ich weiß nicht, ob es sich fluchen wird, ob da ein Erdbeben kommt. Aber ich muss vor dem Erdbeben vor allem sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn das kommt, wäre es schwierig. Ja, oder Pferdestärke, right. Von daher, Wechsel war erstmal eine richtige Aktion. Caesar tankt das auch ganz gut weg. So, wir gehen für einen Durchbruch. Und danach könnte man auf Nahkampf gehen, wenn man möchte. Aber wow, Durchbruch. Nein, wir brauchen nur den Durchbruch. Ich wusste, dass du auf effektive Treffer aus bist. Oh wehe, da kommt jetzt Konter. Das wäre crazy, wenn die Sprüche dann noch zu den Attacken passen würden.
Aber den Ramboss, den stecken wir weg. Das ist sehr schön. Und wir gehen nochmal auf Durchbruch. Und dann war es das auch mit der Relaxo. Und damit sind zwei Pokémon von Hop down, während wir noch alle haben. Allerdings ist unser Legios ein wenig angeschlagen. Aber das ist in Ordnung, denke ich. Das ist in Ordnung. Und Kramor kommt. Ja, Kramor ist ein wenig problematischer grundsätzlich. Aber wir haben da halt wieder einen perfekten Switchen rein. Und zwar nennt man dieses Pokémon Terra. Terra sollte da ziemlich fein für sein, oder? Würde ich jetzt einfach nur meinen. Ich glaube, wir sind halt ein bisschen overleveled. Es sei denn, der Champ kommt hinterher direkt. Dann ist es, glaube ich, in Ordnung, auf welchem Level wir sind. Aber wenn er nicht direkt hinterher kommt, dann sind wir ein bisschen overleveled. Aber auch nicht viel. Ein bisschen. Letztlich, ja. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen, wie es sich noch entwickelt. Wir gehen auf Overdrive. Das dürfte Kramor hinwegfegen. Ja, das war's mit Kramor. Wir haben halt einfach ein starkes Team mittlerweile auch. Und, das merkt man, glaube ich, ganz gut. Magnetregler bringt uns, glaube ich, nichts. Ne? Das ist, glaube ich, nur mit Plus-Minus-Fähigkeiten irgendwas. Oder? Oder war es was anderes? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Terra kann sich auf jeden Fall wieder hochheilen. Und Britzigel. Naja, das Teil. Aber wir kennen die Typen-Kombi mittlerweile. Theoretisch. Zumindest sehen wir, was effektiv ist und was nicht. Giftig wäre effektiv. Wollen wir einfach einen Überschallknall drücken? Der wird ja auch geboostet. Ich glaube, der ist einfach Elektro, oder? Wir gehen auf den Überschallknall, let's go. Oh, er wird sein Starter dingsen, ne? Boah, das killt halt einfach fast. Krass. Aber was ist das? Was ist das für ein Teil? Ist das irgendwie strong? Also grundsätzlich, wenn es jetzt nicht unbedingt einen Überschallknall abbekommt. Okay, ich habe ein bisschen... Habe ich Sorge. So ein Overdrive könnte halt richtig sick sein. Er wird doch aber kein Giga Dynamax, Imoleon, irgendwie sowas in die Richtung haben, oder? Never. Von daher, lass das Ding jetzt mal besiegen mit einem Überschallknall, dann sind wir relativ fit. Und dann gehen wir in unsere, ebenfalls in unsere Dynamax-Form. Und dann sind wir am Typenvorteil grundsätzlich. Ich hoffe dann, dass wir einen Hit überleben werden. Ich denke mal schon. Ich hoffe mal einfach, ne? Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay. Echo und in der Klemme. Nächster. So, ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt dafür gleich doppelt. Inteleon. Ja. Okay, Level 49 ist er. Wir sind mittlerweile durch die guten Erfahrungspunkte, die es hier gab, nochmal ein, zwei Level höher als, glaube ich, vor dem Kampf. Eins zumindest. Ja, und wir hauen das da in der Gewitter raus, würde ich mal meinen, oder? Attackeninfo können wir uns dann nochmal angucken. Eine Elektroattacke, die nur Dynamax-Pokémon einsetzen können, erzeugt 5 Runden lang ein Elektrofeld. Ich glaube übrigens, dass die Dynamax-Attacken etwas schwächer sind als die Z-Attacken, ne? Weil ich glaube, wir können ja mal gucken. Overdrive war Stärke 80. Ich glaube, eine 80er Z-Attacke ist stärker als Stärke 130 oder ist es genau dieselbe Stärke? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, dass das eine gute Entscheidung ist. Lass all die Wünsche raus, die in diesem Wunschstern stecken. Zeit für Dynamax! Okay, nicht Giganter Dynamax. Puh, aber er ist schneller und das ist schon mal schlecht. Nicer Wurf. Ja, das ist einfach das Ding in größer. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, dass der jetzt zu viel Schaden macht. Aber eigentlich müssten wir das packen. Eigentlich schon. So, von daher hoffen wir auf das Beste. Und ich glaube, unser Reflex haben wir schon mal gedynamaxed, oder? Ansonsten, oh guck mal, wir haben das sogar in so einem sexy Ball. Nice! Let's go! Dynamax versus Dynamax! Jetzt geht's ab. Da stehen sich die zwei Riesen gegenüber. Ach ja, das spielt jetzt so Gitarre, ne? Ja, ja. Nice. 171 KP haben wir. Crazy. Da sollten wir ja wohl einen Hit überleben. Deiner Frost! Was passiert dann? Hagelt es dann? Ja, es fängt an zu hageln, okay. Das heißt, wir beide bekommen nochmal ein wenig Schaden am Ende. Mal sehen, wie dir dieses Deiner Gewitter hier gefällt. Okay. Alles klar. Also auch Hop leider nicht wirklich eine crazy Challenge gewesen. Das Problem ist halt, es gibt halt erstmal zwei große Probleme. Erstens, die NPCs kämpfen irgendwie nicht so gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie einen richtig krass unter Druck setzen, crazy Strategien haben oder so. Die drücken random Moves. So, irgendwie war das in der 7. Gen ein bisschen fordernder, hatte ich das Gefühl. Und dieses Giga Dynamax ist zu berechenbar, weil es immer in jeder Arena
und auch hier in beiden Kämpfen immer das letzte Pokémon war. Und das hätten sie ein bisschen mixen sollen, dass die auch zwischendurch mal Dynamaxen können. Aber das haben sie in dem, zumindest bei mir, jetzt nie gemacht. So, Rodex erreicht Level 52. Sehr nice. Und erhöht damit seine Werte nochmal ein ganzes Stückchen. Armer Hopp. Vielen Dank, Flo. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Jetzt bin ich gespannt. Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Flo. Ich weiß, Sanya meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen, ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Flo, mein Glückwunsch an dich, Riffex und dein ganzes Team. Das Finalturnier. Wird das dann die richtige Liga? Dann wäre das alles okay. Hallöchen, Dillion. Flo, was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder Herz. Du sagst es, Hop. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Flo. Okay, also es ist noch offen. Genau, Flo. Jetzt geht's erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken, Hop. Kommt, lasst uns alle etwas essen gehen. Können wir gern machen. Aber wehe, du willst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches zu essen. Okay. Das heißt, die richtige Liga beginnt jetzt erst, dieses Finalturnier. Aber wer macht da mit? Sind da auch Leiter dann dabei? Oder sind es Randoms? Gibt es feste Top-4-Mitglieder? Fragen über Fragen. Flo, Challenger Flo, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wie jeder weiß, hat Dillion, der Champ der Galar-Region, dir und Hop eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hop, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Das war nichts als Glück. Na, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich konnte es noch nicht ganz... Na, doch, ich kann es ziemlich gut. Ich freue mich darüber. Ja, doch schon. Doch, ja. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hop gerne sagen möchtest? Ich will mich bei ihm bedanken. Er war ein starker Gegner. Er wird immer mein Rivale sein. Er wird immer mein Rivale sein, ist gelogen, weil in der nächsten Generation wird es ein anderer sein, okay? Er war ein starker Gegner. Ich bedanke mich bei ihm. Ich weiß noch nicht, wofür. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Das fragen sie noch. Schwer zu sagen. Eher nicht. Ich will nicht genauso arrogant werden wie Dillion, aber ich denke, wir schaffen das, ja. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Flo ist total groggy. Ja. Wenn etwas meinen Gemütszustand perfekt beschreibt, dann ist es das Wort groggy. Mhm. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Dillion verabredet, also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Puh, also als Promi hat man es echt nicht leicht, was? Ach, bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Der Mordshunger ist so ein richtig weirdes Wort, oder? Mordshunger. Einige Stunden später. Wo steckt Dillion bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Dann gab es wohl ein Happening.
Ach, musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre sie nützlicher gewesen. Ha, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Dillion, klar? Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich in dem Outfit jemals ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Zum Rose Tower? Keine Ahnung warum, ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Flo und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger? Wollt ihr gleich die ganze Hand? Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Ha, du bist der größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird dran geklotzt und zwar so richtig. Okay. Zum Rose Tower. Okay. Warum verspätet sich Dillion? Das könnte mehrere Ursachen haben. Ich glaube, ich habe drei Theorien, die nicht so handfest sind. Erstens, irgendwas ist wieder mit einem Giga-Dynamax-Pokémon, also nicht mit einem Giga-Dynamax, mit einem Dynamax-Pokémon passiert. Irgendwas. Dass wieder ein Wildes aufgetaucht ist oder so. Dazu würde aber nicht passen, dass er zu dem Turm muss dafür. Das ergibt nicht so ganz viel Sinn. Zweite Sache ist, dass die Sekretärin von Rose, oder Rose selbst, aber ich würde das mittlerweile eher auf die Sekretärin schieben, irgendwas mit ihm vorhat oder so. Ihm sagt, jo, du musst unbedingt gewinnen oder irgendeine Intrige oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und die dritte Sache ist, dass er selbst irgendwas zu verbergen hat. Ja, und das sind so meine Theorien, aus denen man nicht sonderlich viel gewinnen kann. Was ist eigentlich hier? Ach, so ein Roselia ist hier unten, ne? So mit Herz, Rosenförmchen. Okay, interessant. Interessant. Dann machen wir mal weiter. Hallöchen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Flo. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Flo, Mary. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Mapiko! Okay. Da ist sie auch schon. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia! Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Irgendwas geht da gerade ab. Unbefugten ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit dem Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen ablagen muss, solange er sich im Rose Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Okay, das ist weird gerade. Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Flo. Yeah! Perfekt, ich suche die Gegend vor dem Stadion ab. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz? Ja, von mir aus. Können wir machen. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit Links, den Rose Tower zu erreichen. Das ist gerade ein Plot, der für mich absolut keinen Sinn ergibt. Also, warum soll ich jetzt einen Schlüssel suchen? Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hatte eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo er sein könnte. Endlich hat der Champ Cup begonnen. Manchmal haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten blau machen würde. Okay.
Gut, ich habe es ein bisschen gehofft. Du wirst es dann auch nicht sein. Wir haben so viel mit dem Champ Cup zu tun und jetzt kommen wir nicht zum Rose Tower. Das ist alles die Schuld dieses bösen Liga-Angestellten. Mhm. Okay, was auch immer. Der Liga-Präsident und der Champ führen wohl ein wichtiges Gespräch. Ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Okay, also es gibt jetzt hier ganz viele. Die Frage ist, wo genau befindet er sich? Wird mir jetzt zum Beispiel gesagt, wenn ich hier reinfahre. Also wird mir dann irgendwann Stopp gesagt oder muss ich jetzt die gesamte Stadt nach dem absuchen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich mache einfach mal so eine Rundtour, Leute. Dann sehen wir die Stadt auf jeden Fall nochmal in seiner vollen Pracht. Aber ich denke, wir müssen nur da an diesem Hauptplatz bleiben. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, können wir einmal hier so ein Rundchen fahren. Wozu sonst haben wir unser Fahrrad? Okay. Hier sieht es auch erstmal nicht so aus. Hier im Park könnte natürlich was sein. Weil der Park hatte noch ein bisschen zu wenig Bedeutung. Aber hier sieht es für mich auch nicht so aus, als wäre hier irgendwer drin. Von daher denke ich mal, wird sich das sehr auf diesen roten Bereich beschränken. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall jemanden. Hallo. Hey Flo, der Typ, der ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken, dann dreht er sich bestimmt um. Ich habe den Schlüssel gefunden. Was? Mist, ich habe mich umgedreht und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Okay. Dann lass uns loslegen. Will von Makrokosmos. Ja, Makrokosmos. Das wird doch die Enddings sein, oder? Mauzi? Einfach friggin' Mauzi? Ich meine, Typenvorteil hast du. Level 47. Ja, aber. Also, Gift macht ihm halt nicht viel, aber Overdrive dürfte halt immer noch sehr, 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 sehr gefährlich sein. Ja. Ich denke, ich werde auch gleich mal wieder ein paar Pokémon reinnehmen, die wir noch ein bisschen trainieren können. So Snomnomnom und sowas in die Richtung, dass wir unser Team mal wieder ein bisschen ausdünnen. Nachdem wir ja jetzt das erste Turnier gewonnen haben. Wir feuern dich an! Alter, Mary feuert mich an. Jawohl, geil! Ihr seid die Besten, Leute. Ihr seid die Besten. Oh, was? Die Initiative von Terra steigt stark. Ja gut, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht gebraucht. Also, vielleicht hätte ich Fermicula so nicht outspeedet, aber ich denke schon. Ich denke schon. Das war's mit Fermicula. Okay. Das ist ein sehr weirder Plot hier gerade. Aber okay. Das war's mit Will. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Das kann sein, aber ist deine Schuld letztendlich. Ich hab's, ich versteck mich einfach. Da kommt niemand an den Schlüssel. Ach komm. Bruder. Boah, hatte der ein Tempo drauf, wo der sich jetzt bloß versteckt hält. Das ist irgendwie nur gerade... Es tut mir leid, dass ich das Spiel jetzt so in den letzten, gerade in diesem Part, so ein bisschen kritisieren muss. Aber es ist irgendwie nur, um das zu strecken. Also, ich finde es mega dumm. Ich kann auch einfach sagen, ja, der Präsident will nicht gestört werden, Ende. So, ich geb den Schlüssel dahin und... Sehr, sehr weird. Sehr, sehr weird. Aber ja, wir werden unser Team mal ein klein wenig anpassen. Ein paar Pokémon wieder mit reinnehmen, die wir ja ganz gerne auch trainieren wollen würden. Wo ist es denn? Wo ist, ach, da oben ist er. Hier, wir nehmen einmal Pat mit rein für Caesar, ne? Und wir nehmen einmal Snomnomnom mit rein anstelle von Kugel, würde ich sagen. Oder? Leanterra. Ja, haben wir nicht sehr viel gegen Wasser, ne? Aber Wasser wird uns schon nicht begegnen. Ich bin mir sehr sicher, Wasser wird uns begegnen. Ja, aber gegen Wasser haben wir denn echt gar nichts. Also, lass uns lieber Leanne und hier unseren Starter noch mit dabei haben. Ich denke, das ist insgesamt ein bisschen besser. Dann haben wir jetzt erstmal das Team. So, wen nehmen wir nach vorne? Wen nehmen wir nach vorne? Wir könnten Cham nach vorne nehmen. Cham sollte auf jeden Fall gut gehen. Braucht noch ein paar Levelchen. Passt aber auch so relativ gut ins Team. Items, ja. Ich habe erst überlegt, ob ich die Items nicht übertrage, aber eigentlich geht das doch recht fix. Von daher machen wir das mal ganz kurz. Wir nehmen einmal hier den Schwarzgut, den kriegt Pat, weil Pat dürfte ja auch ganz gut was haben. Und Sascha, ja, da passt jetzt gerade von den Items, die wir hier haben, nicht unbedingt was. Okay, dann geht's weiter. Dann suchen wir jetzt wieder ein Stückchen. Der wird halt auch wieder nach wie vor hier sein. Ich gehe mal davon aus. Ist er das? Nee. Ich denke, der wird sehr auffällig sein. Von daher mal gucken. Findet er sich vielleicht ganz hier hinten in der Ecke? Nope. Ist halt sehr weird. Dich hatten wir ja schon.
Und er dreht sich wieder so ein bisschen weg. Ich will zum Rosehower, aber die Monorail bewegt sich kein Stück. Okay, ist aber dieses Mal nicht. Und sind das jetzt immer wieder andere? Also bist du jetzt zum Beispiel der Richtige? Wir haben so viel mit dem Gem Tower zu tun, das ist alles die Schuld dieses bösen Liga-Angestellten. Okay, der unterhält sich hier. Ich glaube, mit dem haben wir noch nicht gesprochen, kann es sein? Naja, okay. Wie, du hast mich gefunden? Ah, sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft. Okay. Wahrscheinlich muss man das dreimal machen oder so. Ich glaube, zweimal wäre ein bisschen zu wenig. Und deswegen wahrscheinlich dreimal Flunkiefer. Hat er nur Stahl-Pokémon? Das war das. Ja, Fermicula, der hat Stahl-Pokémon. Also könnte das jetzt so ein bisschen so die Stahl-Area sein. Was für Cem natürlich nicht optimal ist. Also Cem jetzt vorne zu haben, ist nicht so clever. Ja, aber Sascha und Pat machen halt auch sehr wenig Sinn. Muss man ja gestehen. Von daher gehen wir einfach auf Rotex raus. Rotex müsste absolut crazy, absolut OP dagegen sein. Ne? Ist schon interessant. Es sieht von hinten auch wieder ganz, ganz eigen aus, wie es auch bei Echnatoll so der Fall ist. Ey, das macht einfach nichts, ne? Dass es so eine ganz eigene Grafikaufmachung hat und nicht so richtig reinpasst in den Stil. Das fand ich bei Echnatoll auch immer sehr übel. Mittlerweile geht's. So in der 7. Gen, aber gerade 6., 5. Gen fiel es doch sehr raus. Okay, wir kriegen wieder scheinbar irgendeinen Boost. Das ist ein okay, Verteidigung und Spezialverteidigung. Ja, interessant. Also nicht, dass ich das bräuchte. Weil die Kämpfe sind eh schon sehr, sehr easy, sehr, sehr wenig fordernd. Erdbeben, One-Shot. Und wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Stahl-Pokémon. Und dann wird das dagegen auch sehr gut funktionieren. Bisschen Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich gerne mit. Überreste halten uns auch wieder gut hoch. Und dann kommt sein zweites Pokémon. Beziehungsweise sein viertes mittlerweile ja schon. Ein Staloborn. Ja, Staloborn ist auf jeden Fall schneller. Wird uns also einmal Damage drücken. Aber ob das viel machen wird, weiß ich nicht. Erst recht nicht, wenn wir auf Plus... Alter. Das ist eine Stab-Metall-Klaue immerhin, ne? Aber die hat 7 KP oder so gemacht. Holy shit. Da heilen wir uns mit Überreste fast mehr hoch. Halten wir uns eigentlich am Ende immer noch hoch eines Kampfes, wenn wir ein Pokémon besiegen? Wenn nicht, wäre es ja mega nervig. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich kommen jetzt keine Überreste mehr. Gehe ich mal stark davon aus. Nö. Okay. Dabei habe ich extra beim Weglaufen meine Pokémon ausgewechselt. Ja, habe ich gemerkt. Und wahrscheinlich läufst du nochmal weg. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie. Okay. Er ist theoretisch nach hier gelaufen. Wow. Wow. Just wow. Dings vorne zu haben ist immer noch nicht perfekt. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht piekst. Ja, und da geht's auch schon wieder los. Ab in den dritten Kampf. Gegen Makrokosmos. Gegen den Will. Castadur. Sweet. Sweet, wenn du noch einen Batzer fasst, Alter, perfekt. Aber warum hast du einen freaking Castadur? Was soll das? Was bringt dir das? Ja, wir haben wieder nur nicht sehr effektive Attacken. Will ich einfach wechseln. Haben wir ein Feuer-Pokémon dabei? Ne, haben wir nicht. Das heißt, wir haben... Ja, Pat. Pat ist eigentlich ganz in Ordnung dagegen. Würde ich mal sagen. Mal sehen, ob die Egelsamen kommen. Wenn nicht, wäre das sehr, sehr nice. Die Nadelrakete kommt. Okay, ja, das... Okay, ich wollte gerade sagen. Wow, das hat schon gar nicht mal so viel Schaden... gar nicht mal so wenig Schaden gemacht. Aber es war ein Crit. Judy. Wir glauben an dich. Setz dich durch. Dankeschön. Dankeschön. Du bist die Beste. Ist das hier so eine kleine Love-Story, die sich entwickelt? Angriff und Spezialangriff steigen. Stark. Alter, stark? Da brauche ich mich ja gar nicht mehr setupen. Da gehen wir auf einen Durchbruch und das war's, oder? Vermutlich. Ja, das war's mit Castadur. Eisenstachel hat er leider als Fähigkeit. Von daher kriegen wir nochmal ein bisschen Chip drauf. Aber das sollte grundsätzlich in Ordnung sein. Und das letzte Pokémon wird ja auch ein Stahl-Pokémon sein. Von daher ist Pat da eigentlich ganz gut aufgehoben. Stalos, okay. Ja, Stalos wird ein bisschen besser tanken, aber ich gehe jetzt einfach mal auf den Kraftkoloss und hoffe, dass wir das easy wegboxen werden. Auf plus 2. Bam! Oh, es hat Robustheit wahrscheinlich sowieso, ne? Ja, mal sehen, ob das so eine kluge Aktion war gerade. Es kommt Slam. Auf minus 1. Crit auf minus 1. Kann man mal machen, wa? Knappe Sache. Aber wir gewinnen. Wow, jetzt kriegen wir auch den Crit. Aber war eigentlich dumm von mir, weil hat ja wahrscheinlich eh Robustheit. Aber gut, Pat gewinnt. Also alles gut. Hat auch überlebt.
Verstecken ist sinnlos. Kämpfen ist sinnlos. Da kann man nur noch wegrennen. Dann renn halt nochmal weg. Ah, es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkste, ich habe keine Lust mehr, eine Stadtbauer von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Bringt Hopp her, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht entwischt. Okay. Dann holt mal Hopp. Weil Hopp sehr wichtig ist gerade. Also, der Plot ist gerade einfach nur weird. Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Flo. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und männlich. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Boah, Ness! Ness, yeah, Mann! Hey, ist das nicht Ness? Gibt es hier etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert. Egal, komm, lass uns näher rangehen. Okay, da kommen sie alle. Hat er irgendeinen Plan, den er damit verfolgt? Die Zickzacks gehen richtig ab. Okay. Alles klar. Wow. Jetzt ist der Weg frei. Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit der Monorail zum Rose Tower fahren. Woher habt ihr jetzt den Schlüssel? What the fuck passiert hier? Flo, Hopp, na los, macht schon. Das ist eure Chance. Macht was draus. Da wären wir. Der Rose Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag. Die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay. Was ist euer Plan? Team Yell und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage. Hast du eine Idee, Flo? Naja, ich würde sagen, wir gehen schon mal vor, oder? Ich bin dabei. Je schneller wir Dirien da rausholen, desto besser. Du willst schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Dank dir haben wir es bis hierher geschafft, Flo. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Den Plot auch nicht. Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass diese Nummer mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champ im Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Okay, ich hab eine weitere Theorie. Und zwar, dass er den Champ da oben festhält, während die Dynamax-Pokémon Chaos stiften. Weil die Dynamax-Pokémon von denen irgendwie erschaffen wurden. Durch die Energie, die sie die ganze Zeit gesammelt haben oder so. Das ist meine nächste Theorie. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie ein Spikeboard. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleib hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Flo. Okay. Nach diesem sehr, sehr interessanten Plot, an dem man so ein bisschen rumkritisieren kann vielleicht, würde ich sagen, beenden wir den Part für heute erst einmal. Wir haben es zumindest geschafft, uns für das Finalturnier zu qualifizieren. Und jetzt gibt es hier irgendwie Ärger in diesem Tower. Und der hat mit Rose und seiner Sekretärin zu tun. Und oh nein, werde damit gerechnet, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr hintersteckt. Hinter den beiden, als dass sie nur für das Wohl des Landes und für die Energieversorgung und so weiter zuständig sind. Der krasse Plot-Twist, ob er uns erwarten wird oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns da. Was ich übrigens gerade erwarte, was uns hier für eine Aufgabe erwartet, ist,
Dass das quasi wie so eine, wie so eine Silph-K.O. ist. Also, dass da jetzt seine Angestellten sind, die wir die ganze Zeit besiegen müssen. Halt diese, also wie Will von Makros irgendwas, ne? Wie die Firma halt heißt oder so. Dass das eben jetzt quasi die Endgegner-Organisation ist. Und da eben die Mitglieder, die Angestellten gegen uns kämpfen werden und wir uns Ebene für Ebene für Ebene hochkämpfen müssen, bis wir dann eben vor der Sekretärin stehen und dann letztlich wahrscheinlich vor dem Boss. Und die haben vielleicht einfach dem Champ die Pokémon abgenommen und ihn irgendwo eingesperrt oder sowas in die Richtung. Kann ja sein, dass sie ihn irgendwie übers Ohr gehauen haben. Das zumindest ist meine Erwartung. Und mal sehen, inwiefern die zutreffen wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.